Österreich. Wir begrüßen euch herzlich hier am Maria-Theresien-Platz. Es ist so schön, heute so viele hier zu sehen. Es freut mich riesig, dass ihr jetzt schon hergekommen seid zu unserer Zweitbühne heute sozusagen, oder Erstbühne. Wir haben keine direkte erste Bühne. Wir haben das Ganze etwas aufgeteilt, damit es sich ein bisschen entzerrt. Ein Teil wird am Heldenplatz, ein Teil wird hier stattfinden. Und danach werden wir gemeinsam auf den Ring zu einem Friedensspaziergang aufbrechen. Aber ich denke, es sind Leute aus ganz Österreich da. Wo sind denn die Salzburger? Wo sind die Grazer und die Kärntner? Und Oberösterreich. Und Kärnten, wo ist Kärnten? Sehr schön. Willkommen alle in Wien. Freut mich riesig, dass ich euch hier willkommen heißen darf heute. Ah, das Burgenland haben wir vergessen, wird mir gerade gesagt. Und die Steirer, wie konnte ich die vergessen? Entschuldige. Ich freue mich riesig, euch heute hier alle willkommen heißen zu dürfen an diesem geschichtsträchtigen Tag. Wir alle werden heute ein großes Zeichen für Frieden, für Freiheit und für unsere Grundrechte setzen. Und ich bin sehr froh, dass so viele Menschen zusammengekommen sind, um heute hier Einigkeit zu demonstrieren und Verbundenheit. Ich danke euch. Einen ganz großen Dank möchten wir aussprechen an alle Friedensinitiativen, die das heute hier ermöglicht haben. Es haben sich alle Gruppierungen aus Österreich zusammengetan, um auf beiden Plätzen, Heldenplatz und Maria-Theresien-Platz, das heute möglich zu machen. Einen großen Dank an alle, die geholfen haben, das zu organisieren. Einen ganz besonderen Dank möchten wir auch an die Wiener Polizei aussprechen für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld dieser Veranstaltung heute. Und einen Riesendank möchte ich an jeden Einzelnen von euch richten, der heute hier für unsere Grundrechte mit auf der Straße steht. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle da seid. Seit 10 Monaten versuchen wir euch hierher zu bewegen. Heute ist Österreich endlich aufgestanden. Herzlich willkommen! Liebe Freunde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht spalten lassen. Die Politik hat uns die letzten Jahre, Jahrzehnte immer wieder gespalten. Wir sind von links bis rechts quer, das Volk, alle Religionen sind bei uns herzlich willkommen, alle sexuellen Neigungen. Ich begrüße euch nochmal! Ich bin so stolz auf mein Land. Heute mehr denn je. Ich liebe Österreich. Die von
Leute mich kennen, die wissen, ich bin ja nicht nur in Österreich aktiv, ich habe auch in Deutschland schon einiges auf die Beine gestellt. Und der Vergleich ist einfach unglaublich, wie wir hier anständig behandelt werden von unserer Polizei, wie sie uns schützt dabei, unsere Meinung auszudrücken, wie sie uns schützt dabei, unser Versammlungsrecht auszuüben. Ich bin stolz darauf, dass unsere Polizei sich nicht zu Werkzeugen missbrauchen lässt gegen uns. Wie der Wiener Polizeipräsident Bürstl die Halloween-Kundgebung verbieten wollte und das große Rolle Zeitung getragen hat. Und wie jetzt vor kurzem unser lieber Innenminister, der Karl Nehammer, grüß dich Karli, gesagt hat, wir sind alles Terroristen. Jawohl! Ja, jetzt haben wir vorher gefragt, wer aus welchem Bundesland ist. Jetzt mag ich gerne wissen, wo sind die Terroristen? Ja, da ist das Schweigen in der Menge. Wer ist friedlich? Ja! Karli Nehammer, schau dir das an. Das ist das österreichische Volk und es ist friedlich. Jawohl. Es kommt aber trotzdem ganz deutlich. Nehammer muss weg, Anschober muss weg und vor allem Kurz muss weg. Kurz muss weg! Und ich habe gesagt, ich bin nicht nur in Österreich aktiv, ich bin auch in Deutschland aktiv und das hat dazu geführt, dass wir auch hier sehr viele Gäste haben, die aus Deutschland zu uns gekommen sind, die uns hier auch helfen, unterstützen und die lassen natürlich auch zu Wort kommen. Wir haben in Deutschland mitgewirkt. Wer von euch war in Berlin bei einer Demo dabei? Dafür, dass das so weit weg ist, gar nicht wenige. Und da ist es logisch, dass dann ein Gegenbesuch kommt und dass wir auch deutsche Friedensaktivisten bei uns haben, allen voran natürlich meine liebste Alexandra. Darf ich dir übergeben? Hallo Berlin, hallo Österreich! Es ist wundervoll, es ist wirklich genial. Meine Großmutter ist übrigens Österreicherin aus Kärnten. Und was ich hier sehe, ist fast so wie in Berlin. Genial, wirklich. So viele Menschen, die eine Menschenfamilie sind aus Liebe. Wir sind alle in der Liebe. Wir wollen einfach nur unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmung. Und ja, ich habe gerade hier gerufen, Kurz muss weg. Ja, ich glaube, da müssen ganz, ganz viele verschiedene Regierende weg. Merkel, ja. Johnson, Kurz und. Für das Souverän. Und momentan sind sie absolut gegen das Souverän. Absolut. Und wenn ihr ein Mensch namens Schwab einen Great Reset plant, dann sorry to say, nicht mit uns. Denn wir sind viele. Und wir sind alle in der Liebe. Und die Liebe wird immer obsiegen. Vielleicht ein bisschen länger, aber nur die Liebe kann auch ziehen. Und wir wollen natürlich sehr kreativ sein. Und ich normalerweise war ich mindestens jetzt, wenn ich mindestens schon 30 Mal Ski gefahren, kann ich nicht mehr. Weil bei uns sind alle Skilifte dead. Weil man, also bei uns steckt sich nicht auch der tolle Coronavirus, wir Skifahren an. Also
unglaublich, was die Menschen, die dort regieren, mit uns dort machen. Und zwar gegen die Freude. Wer kann denn das machen? No go! Und wir sind selbstbestimmte Wesen, jeder einzelne von uns. Und wenn jemand Angst hat vor einem Virus, dann soll er Angst haben. Wenn jemand sich impfen will, soll er sich impfen. Aber wir, jeder einzelne selbstbestimmt. Und das, diese Selbstbestimmtheit, möchte ich und ich glaube ihr auch, möchten wir wieder haben. Und zwar sofort. Und der weiß wahnsinnig viel. Und ich würde ihn einfach mal bitten, hier runterzukommen und sein ganzes Wissen mal ein bisschen hier an die Menschheit der Österreicher zu offenbaren. Weil der hat mehrere Bücher geschrieben und es ist echt unglaublich, was der alles weiß. Ich war seit 9 Jahren nicht mehr hier und der Alexander Ehrlich hat mich gefragt, und zwar erst am Montag, ob ich hierher kommen will. Und ich habe gleich ja gesagt, weil wir beide sind jetzt Vorsitzende einer Bewegung in Deutschland, die heißt Die Direkte. Und die hat nur ein Ziel. Die hat nur ein Ziel, die Selbstbestimmung der Menschen in Deutschland über Volksentscheide herbeizuführen. Nur dieses Ziel. Und ich will euch heute dafür gewinnen, dass ihr hier in Österreich euch dem gleichen Ziel widmet. Kennt ihr noch an Herrn Strache? Der eine oder andere will ihn noch kennen, oder? Dieser Mann hat 2011 mal gefordert, dass ihr hier in Österreich Volksentscheide verbindlich für den Nationalrat auf den Weg bringen könnt mit 150.000 bis 150.000 Stimmen. Und dann konnte er sich mit Sebastian Kurz hier anscheinend so mögen. Ich hab das gerade so festgestellt, ihr habt ihn nicht ins Herz geschlossen, wie ich, oder? Dann konnte der Strache sich nicht kurz ins Bett legen, nehmt das jetzt bitte nicht zu wörtlich. Und das hat er gemacht, er hat sich zufrieden gegeben damit, dass diese damalige Koalition 2017 gerade mal die Absichtserklärung im Koalitionsvertrag festschrieb, dass sie ab 2022 mit sage und schreibe 900.000 Stimmen einen verbindlichen Volksentscheid auf den Weg bringen können. Und das hat er mitgebracht, obwohl er selbst mal 150.000 forderte. Warum? Weil er die Möglichkeit hatte, an der Macht teilzunehmen. Weil er die Möglichkeit hatte, am Postenstaat teilzunehmen. Und wenn das Politiker und Parteien können, dann nutzen sie das. Dann wollen sie an die Fleischströme, dann wollen sie in die Machtzentrale. Und alles andere, was sie vorher den Menschen versprochen haben, vor den Wahlen, interessiert sie nicht. Dann heißt es ja nach den Wahlen, das ist eben nicht wie vor den Wahlen. Und Leute, die heute mächtigen, die für eure Fremdbestimmung verantwortlich sind. Sie haben Angst, und wisst ihr, wovor sie Angst haben? Sie haben Angst vor dem Volk. Sie haben in Wirklichkeit Angst vor uns. Und deshalb wollen sie uns nicht die Macht geben. Und das müssen wir ändern. Wir sind viele, wir haben bewusst 9 Vorsitzende gewählt, weil wir wollen als ein Team agieren und Team steht bei uns nicht für voneinander Macht. Wir wollen gemeinsam für dieses eine Ziel, was alle Menschen einen kann, ob sie schwarz sind oder weiß sind, ob der Mann steht heute nicht im Laden neben mir. Ob wir Christen sind oder Juden sind, da hätte ich eigentlich jetzt gar niemand dabei, der hier irgendwo gerade mit der Kamera steht, aber den gehe ich einfach mal rein. Ob wir Christen sind, Juden sind, Muslime sind oder ob ihr nicht an Gott glaubt, ob ihr arm sind oder reich sind. Ich glaube fest daran, dass wir alle uns eines wünschen für uns, für unsere Familien, für all die Menschen, die wir in unser Herz geschlossen haben, dass wir ein Leben führen können im Frieden. Im Frieden und in Freiheit. Wir wünschen uns Glück einander, oder nicht? Und wir wünschen uns auch Selbstbestimmung. Und lasst uns deshalb im Geiste von Karl Jaspers, ob wir Österreicher sind oder Deutsche, ob wir Franzosen sind oder Engländer oder Schweden, lasst uns gemeinsam
für den Frieden und die Freiheit, für die Selbstbestimmung der Menschen eintreten. Das ist meine Bitte an euch alle. Im Grundgesetz der Bundesrepublik, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht in Artikel 20 Absatz 2: Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Und im zweiten Satz von Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes steht, dass diese Staatsgewalt vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird. Bei uns in Deutschland, das habe ich euch gesagt, hat es seit Bestehen der Bundeswehr in Deutschland niemals eine Abstimmung gegeben. Und wir wollen jetzt, dass das, was unsere Verfassungsväter am 23. Mai 1949 in Deutschland verkündet haben, endlich praktiziert wird. Dafür wollen wir bis zur Bundestagswahl auf alle Plätze Deutschlands gehen. Und danach bin ich gerne bereit, dass Sie gemeinsam auch hier in Österreich dafür sorgen, dass wir eine Wende für die Selbstbestimmung der Menschen hervorrufen. Mit euch gemeinsam! Frieden ist nur durch Freiheit und Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Und wir leben in einer Zeit, ob ihr an Gott glaubt oder nicht. Ich glaube an den himmlischen Vater Jesus Christus. Und ihr jetzt kommt mal her, weil das ist mir wichtig an dieser Stelle. Jesus Christus, an den ich mich gerne im Gebet wende, der ist als Jude geboren. Als Jude geboren. Und als Jude gestorben. Und als Jude gestorben. So, wir wollen die Menschen verbinden. Und deshalb bitte ich euch alle, nicht zu hassen, selbst im Bastian Kulz nicht zu hassen. Ihr braucht nicht Verständnis zu haben für seine Politik. Dazu sage ich auch ein paar Worte. Aber um euch mal vor Augen zu führen, in welcher Welt der deutschen Verklärung wir gerade leben. Ich bin sehr, sehr froh, ich habe die Verbindung hergestellt und dazu gesorgt, dass zwei Bürger in den Bundestag kamen. Und der Ili war derjenige, der die Aufnahmen gemacht hat aus dem sechsten Stock des Jakob-Kaiser-Hauses, als unten Wasserwerfer, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit, das sagen wir alle, die das Wasser abgekommen haben, in den Treibstoff verletzt war. Abgebrochen, in Treibstoff. Und das hat Kinder getroffen. Kinder auf dem Platz dort. Ja. Am 18. November 2020, das war der Tag der Schande von Berlin. Sagt das so. Das ist der Tag der Schande von Berlin, der 18. November 2020. Nicht nur wegen der Wasserwerfer, sondern weil der Deutsche Bundestag dort ein Gesetz beschlossen hat, das dritte Gesetz zum Schutze der Bevölkerung. Achtet auf die deutsche Regierung. Ein Gesetz, das heißt zum Schutze der Bevölkerung. Und dieses Gesetz hat Grundrechtseinschränkungen in Deutschland verursacht. Hat dafür gesorgt, dass hier unsere Grundrechte nicht mehr geschützt sind. Aber es sind Grundrechte. Und diese Grundrechte heißen Grundrechte, damit sie eben nicht der Beliebigkeit von Regierungen und Abgeordneten allein gestellt werden. Und dieses ist nicht standhaft. Das haben alleine in Twitter 2 Millionen Menschen gesehen. Und ich bin stolz darauf, ich sage das hier, dass wir beide, ich habe heute noch meine Eltern die Mitteilung bekommen, wir beide haben im Januar 2023 das Verbot im Deutschen Bundestag zu betreten. Und ich sage, ich bin stolz darauf, weil diese Bilder, die wir aufgenommen haben, sind verdammt wichtig für die Menschen, damit sie sehen, wozu die heute mit dir in den Weg sind. Das ist eine Schande. Ich möchte euch auch eines sagen zum Thema deutsche Regierung und Corona. Schon mal vor euch steht noch keiner, der leugnet, dass es ein solches Virus gibt. Da ich viele Kontakte gerade habe in meinem Haus wohnen, meine Eltern, die beide 79 Jahre alt sind. Und natürlich muss ich mit denen verantwortungsbewusst umgehen. Weder die noch ich haben bislang Corona gehabt. Aber schaut mal, wenn man doch wirklich die Risikogruppen schützen wollte, in Österreich und in Deutschland, ich halte hier, seht ihr das hier, das ist eine FFP3-Maske. Diese FFP3-Maske soll, ich zitiere das jetzt nochmal, einen Schutz bieten von über 99%.
anders als die Stopplappen, die man in Deutschland und in Österreich den Leuten empfiehlt. Und wisst ihr, ich habe sogar einen Panikanflug gehabt, wenn ihr mich Ende Januar letzten Jahres, Anfang Februar letzten Jahres getroffen hättet. Da habe ich mal ESA geschrieben, diese Corona-Pandemie wird die Welt treffen, wird die Weltwirtschaft treffen, wird die Aktienmärkte treffen und so weiter und so fort. Und ich habe mir damals für 340 Euro habe ich mir 50 solcher FFP3-Masken für meine Eltern und für mich gekauft. Da war ich in Panikanflug. Leute, wir könnten das Problem ganz einfach lösen, indem diese Regierung nach über einem Jahr Pandemie jedem Mitglied der Risikogruppe einfach eine solche FFP3-Maske oder Medien in die Hand drücken würde, dann können wir sie alle schützen. Und dann bräuchte man nicht das gesamte Volk zu drangsalieren und in Fremdbestimmungen zu stecken. Und ich bitte euch, benutzt euren eigenen Verstand. Wir brauchen eine Aufklärung 2.0. Und was war der Leitspruch der Aufklärung? Habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Diese Pandemie dient dazu, Freiheitseinschränkungen in einem nie gekannten Umfang möglich zu machen. Es läuft über Angst und ich will damit schließen, dass ich euch hinweise auf eine großartige Rede. Und viele von euch haben diese Rede sicherlich schon mal gehört und gesehen. Aber schaut sie euch ein zweites Mal an und sorgt vor allem dafür, dass eure Mitmenschen diese Rede auch sehen werden. Es ist die Rede von Robert F. Kennedy Jr., die er gehalten hat am 29. August 2020 in Berlin, vor vermutlich weit mehr als 1 Million Menschen. Und er sprach davon, Regierungen lieben Pandemien wie Kriege, weil sie euch darüber gefügig machen können. Hier geht es um Angst. Und über Angst können Regierungen alles in den Menschen bewirken. Und deshalb, habt keine Angst und lasst nicht zu, dass Hass und Zorn eure Herzen erfasst. Lasst uns also für den Frieden und die Freiheit und die Selbstbestimmung der Menschen mit der Liebe eben in den kommenden Monaten und Jahren kämpfen, auf die Straßen und Marktplätze gehen. Für den Frieden und die Freiheit, für die Wahrheit und die Selbstbestimmung der Menschen. Alles Gute, grüß Gott und auf ein baldiges Erfolg. Ich muss Deutsch in einer Hinsicht korrigieren. In einer Hinsicht muss ich korrigieren. Er hat gesagt, warten wir bis zur deutschen Bundeswahl, bevor er sich in Österreich für uns einsetzt. Nein, so lange warten wir nicht. Es ist genug, es reicht. Ja, es ist richtig, in Deutschland bin ich mit Deutschen gemeinsam tätig. Aber das heißt nicht, dass ich nicht in Österreich auch tätig werden kann. Und das werde ich gemeinsam mit Martin. Heute hat der Wetterdienst gesagt, dass diese Sonne nicht aufgeht. Und jetzt schauen wir, wer recht hatte. Die Menschen, die hier stehen und die Sonne sehen, oder diejenigen, die uns erzählen, was Realität ist und was nicht. Dass wir das Dunkle immer verbrennen. Die Wahrheit wird die Lüge immer verbrennen. Und echte, friedliche und laute Demokraten werden demagogische Lügner in der Regierung auch früher oder später vertreiben. Millionenfach sind die Videos angeschaut worden, wo ich das Glück hatte, was ihr viele von euch was geteilt haben. Und da habe ich gesagt, es beginnt 13 Uhr, 14 Uhr. Es ist ja noch nicht einmal 13 Uhr. Schau mal, wie viele da sind. Großartig, bravo! Man hat alles versucht, alles, was in österreichischen Medien, Politiklandschaft möglich ist, um die Menschen abzuhalten. Selbst jetzt sitzen Menschen in ihren Bussen noch fest, weil sie aufgehalten und abgehalten werden, hierher zu kommen.
in Pforzheim. Ist das noch Demokratie? Nein! Ich bin der Ansicht, eine Regierung, die zu Maßnahmen greift, Menschen zu einer immer schon absolut friedlichen Versammlung abzuhalten und Busse aufzuhalten, die ist unter Umständen auch noch zu ganz anderen Sachen fähig. Heute ist der Auftakt. Das erste Mal, wo wir zu einer Großdemonstration in Wien aufgerufen haben. Es wird weder das letzte Mal sein, noch wird es so sein wie anderswo, dass es hier nicht Konsequenz auch für die Politik gibt. Diese Politik wird sich durch den friedlichen, bestimmten und konsequenten Druck auf der Straße. Das werden Sie auf Dauer nicht erheben können. Sie werden das auf Dauer nicht durchstehen können. Wir werden jetzt beginnen, nach dieser großen Versammlung, die in Nürnberg stattfinden wird. Wir haben hinten Anmeldeformulare, die können wir austeilen. Und wir werden Sie bitten, in den Bezirksstädten jetzt zu beginnen, diesen Widerstand noch zu Ihnen nach Hause zu bringen, nach Hause zu tragen. Denn wenn ängstliche Politiker in der Regierung meinen, sie können zukünftig die Wien-Demos verhindern, dann sage ich euch, probiert es doch einmal in jeder Bezirksstadt Österreichs, die Demos zu verhindern. Das wird nicht gehen. Der Österreicher an und für sich ist keiner, der großartig auf die Straße geht. Zumindest, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber in den Jahrzehnten, wo ich das mitbekommen habe, ist das sehr, sehr selten gewesen. Damit die Österreicher aufstehen und sie auf der Straße, und zwar alle Schichten, egal wie sie ausschauen, wie sie reden, sexuelle Orientierung, was auch immer, damit der auf der Straße steht, dafür muss was passieren und dafür muss gewaltig was vorschlafen. In unserem Land. Und das ist jetzt so, deswegen stehen wir hier. Bitte, liebe Freunde, Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt wohnen, einmal Abstand und die Maske tragen, eine Durchsage von der Polizei. Ich danke euch. Dreht euch mal hin zu Maria Theresia. Das ist unser Ziel. Kurz muss weg! Und Schrecken versetzen wollen, diejenigen, die uns davon abhalten wollen, in Bussen und in Autos nach Wien zu kommen und friedlich, aber laut und konsequent zu demonstrieren, diejenigen haben jedes demokratische Recht verwirkt, Österreich zu vertreten oder die Österreicher zu regieren. Und so wie die Sonne uns wärmt und so wie das Licht den Schatten vertreibt, so ist dies der Morgen
der Morgen beginnt, wo die Sonne aufgeht. Und Kurz und seine Gruppe von unfähigsten Politikern dann in die, auf die Müllhalde der Geschichte verschwinden wird. In den letzten Monaten hat es hunderte Menschen gegeben, die gesagt haben, was wird ein Einzelner schon ausrichten? Und natürlich haben sie recht, denn ein Einzelner kann wenig ausrichten. Aber wissen Sie, was ein Einzelner machen kann? Er kann andere motivieren, mitzutun. Und gemeinsam können wir etwas bewirken. Fürchte, wir unsere Lücken. Dann beginnen. Bitte, wir wollen dort hinten diese vielen Fahnen nicht mehr dort hinten haben. Jeder soll eine mitnehmen. Und von der Fahne, das sind Autoflaggen. Das ist unser Symbol. Tut was auf unsere Tasse. Wir möchten uns selbstverständlich, man muss dazu sagen, es gibt in jedem Bundesland verschiedene Initiativen. Die seit Monaten ihr Herzblut, ihr Zeit, ihr Geld, um Strafen zu zahlen, einsetzen. Wir wollen uns bei jedem Einzelnen dieser Initiativen, aber jeder von Ihnen, der die Videos weitergeleitet hat, der die Aufrufe weitergeleitet hat, die jetzt da sind, herzlich bedanken. Das ist eine friedliche Veränderung von unten nach oben und wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk! 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 Und weil wir das Volk sind, sind wir uns unserer Macht und unserer Kraft bewusst. Deswegen bleiben wir in Frieden, weil es reicht vollkommen. Wenn jetzt auch vielleicht heute nur ein paar Zehntausend, nur ein paar Zehntausend, wenn diese Regierung nicht abdankt, werden wir bald Hunderttausende sein in Österreich und auch in Wien. Ich wünsche uns heute den wunderschönsten Tag der Freiheit für Österreich, unsere Familien, die Alten, die Jungen, die Lauten, die Leisen. Wir marschieren friedlich, konsequent und unbeugsam für die Freiheit. Es wird
Beitrag, der ist ja wie versucht zu framen und verschiedene von uns in ein verschiedenes Eck zu stellen, den Martin ganz besonders. Ich möchte eines betonen, da hat man kurz ein Manifest verfasst, dass ich jedem ans Herz legen möchte, vor allem den Journalisten, die immer wieder auch schreiben, was er angeblich ist. Lest einmal das Manifest für Frieden und Freiheit, was der Martin vor kurzem geschrieben hat, dann wisst ihr, wofür er wirklich steht. Genauso wie wir alle, die wir hier stehen. Nämlich für Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Liebe und Freiheit. Für dasselbe steht auch ein Mann, den ich persönlich am 18. November 2020 in Berlin sehr lieben, schätzen, ehren und achten gelernt habe. Er ist ein Politiker. Ich mag seine Partei nicht, weil ich nämlich gar keine Partei mag, von den Etablierten. Ich mag ihn als Mann und Privatmann, als Mensch. Und deshalb habe ich die gebeten, heute auch zu uns zu sprechen. Er wird sich selbst vorstellen. Erstmal danke, lieber Alexander Ehrlich, für die ehrliche Vorstellung. Ich möchte mich selber kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Jörg Müller. Ich bin Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Die Partei spielt keine Rolle, aus mehreren Gründen. Weil wir alle hier zusammen sind als Friedensaktivisten und weil wir alle hier zusammen sind als Kämpfer für die Freiheit, egal wie wer politisch denkt. Und ich halte mich an die Gepflogenheiten der Diplomatie. Ich bin hier als deutscher Gast auf österreichischem Boden. Deswegen werde ich hier keinerlei Kommentare zur österreichischen Politik abgeben. Was ich sagen werde, bezieht sich ausschließlich auf die Verhältnisse in Deutschland und der Welt. Und weil ich weiß, es schauen uns viele Hunderttausende, wenn nicht Millionen momentan zu, am Stream auch aus Deutschland, möchte ich euch jetzt bitten, gemeinsam ein sehr starkes Zeichen nach Deutschland zu setzen. Was da hinten geschrieben steht am Denkmal, ersetzt bitte nur das erste von den drei Worten. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Wenn ich die Ausgangslage beschreibe, der Armin Helps ist hallo. Grüß euch, schöne Grüße aus Wien. Wunderbar. Die Vorarlberger sind auch zahlreich da. Ganz Österreich ist da. So ist es. Jawohl. Gemeinschaftlich. Niemand und keine Regierung auf dieser Welt darf keine Menschen diese Naturrechte nehmen. Sie sind uns von Gott und der Natur gegeben. Staaten und dafür gibt es auch einen Grund, warum das so ist. Der Grund ist folgender. Die wichtigen Entscheidungen grundsätzlich in der Politik und erst recht bei der Corona-Hysterie werden nicht durch demokratisch gewählte Politiker getroffen, sondern durch ganz andere Akteure. Das ist der Grund, warum es so ist. Und diese Akteure sind globale Großkonzerne, es ist natürlich die Pharma-Lobby, es ist weil Corona kam dann auf den Plan, als das Weltfinanzsystem begann, den Bach runterzugehen. Auch das ist kein Zufall. Ich bin die Blumen Wolfsberg, ich kenne mich hier sehr gut aus. Und auch die Mainstream-Medien und die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, das sind auch Teile der echten Entscheide im Hintergrund. Und besonders kriminell ist, wenn Einzelpersonen, die super reich sind, wie Gates, Rockefeller und andere, Gott spielen auf dem Rücken von uns unschuldigen Menschen.
Aber nur für die. Warum sperrt man 99% der Bevölkerung ein, wenn man eigentlich nur 1% schützen müsste? Weil es tatsächlich um etwas anderes geht. Es geht um riesengroße Profite. Die Pläne im Hintergrund habe ich euch genannt. Und es geht vor allem um politische Macht. Es geht um den Great Reset. Ihr wisst das ganz genau. Und die Bürgerrechte werden abgeschafft. Darum geht es. Und ich halte das für moralisch unter aller Kante, wenn jetzt der Gesundheitsschutz angeblich in den Vordergrund gestellt wird. Nein, sie wollen uns alle einsperren weltweit und zu Versuchskaninchen machen eines Impfstoffes, der Nebenwirkungen hat, die schlimmer sind als die gesamte Krankheit. Es geht um eine neue Machtstruktur auf dieser Erde, die nach Ungrenzen aufgeben will. Und dagegen müssen wir aufstehen. Eingezogen. Und wenn mich jemand beleidigen will, dann spricht er mich als Politiker an. Wenn ich wirklich Politiker wäre, dann wäre ich hier falsch. Weil ich gesehen habe in diesen 3 Jahren im Parlament, dass diese Entscheidungen, die von den anderen getroffen werden, die Parteipolitiker in der Regel nur noch abnicken und sich benehmen wie Schauspieler auf einer Demokratiebühne. Was anderes ist das nicht mehr. Und daraus resultiert folgendes aus dieser Nichtentscheidung durch die eigentliche Entscheidungsträger. Daraus resultiert folgendes Problem, auf das zum Beispiel Alexander Ehrlich und Thorsten Schulte heute auch eine Antwort gegeben haben. Das zentrale Problem dieser echten Entscheidungsstrukturen ist, dass die politischen Parteien primär nur noch in fremdem Interesse handeln. Und wenn sie in fremdem Interesse handeln, dann handeln sie gegen ihre eigenen Bürger. Dieses Verhalten ist in meinen Augen korrupt und mafiös. Es ist das Gegenteil von demokratisch und es passiert vor allem in den sogenannten demokratischen westlichen Ländern. Das ist das Problem. Und dadurch gegen die Interessen der eigenen Völker handelt, dadurch hat sich doch der Parteienstaat selbst diskreditiert. Damit hat doch der Parteienstaat selbst die parlamentarische Demokratie ad absurdum geführt. Da muss man ganz klar die echten Schuldigen benennen. Nicht wir Bürger tun etwas Undemokratisches, wenn wir für die Demokratie kämpfen. Es sind die politischen Parteien, die selbst die Demokratie in den westlichen Ländern kaputt gemacht haben. Die sind schuld. Und jetzt, ich habe jetzt mal, weiß ich nicht, 5 Minuten über das Problem gesprochen. Jetzt spreche ich noch einmal, wenn ich darf, 10 Minuten über die Lösung. Wir wollen ja Lösungen mit nach Hause nehmen. Wir wollen ja unsere Gesellschaft, unsere Länder wieder menschlich gestalten. Deswegen sind wir noch da. Also müssen sich die Völker, die nach jeder demokratischen Verfassung der souverän sind, müssen sich die Völker zusammentun in allen demokratisch verfassten Ländern und müssen es hinbringen, dass die wichtigen Entscheidungen alle unmittelbar vom Volk selbst getroffen werden. Das geht nur durch Basisdemokratie, das geht nur durch direkte Demokratie. Ich sage, das ist dann die einzig wahre, echte Demokratie. Und der Thorsten Schulte hat ja schon gesagt, nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht in Artikel 20 Absatz 2 ausdrücklich drin, dass die vollziehende Gewalt durch Wahlen, Entschuldigung, die gesetzgebende Gewalt, durch Wahlen und Abstimmungen stattfindet, durch Wahlen und Abstimmungen. Wobei uns Bundesbürgern die Abstimmungen seit 1949 vorenthalten werden. Und damit ist klar, wenn ich fordere, dass wir eine echte Demokratie kriegen sollen anstatt einer Scheindemokratie, und wenn ich fordere oder wir zusammen, denke ich, fordern, dass Volksabstimmungen unabdingbar sind, um die
Korruption der politischen Klasse in den Systemparteien in den Griff zu kriegen. Dann sind das Forderungen, die eindeutig auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes stehen, weil da nämlich drinsteht, dass wir auch ein Recht auf Abstimmungen haben. Und das ist meine ganz klare Botschaft an die Staatszeitung 0, an den Verfassungsschutz der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ihr mir jetzt aus meinen Worten irgendeinen Stink drehen wollt, dann lest mal im Grundgesetz nach. Wir hier verteidigen das Grundgesetz, aber nicht ihr, die für die Grundgesetzfeinde in den Alltag rein, das eigene Volk unterdrückt, ausweicht oder noch was machen. Und das Freiwillige wird das an beiden Staaten die Macht nicht hergeben, also müssen es wir tun. Also müssen es wir tun. Selbstverständlich nur mit demokratischen Mitteln, um den ins totalitäre abgeglittenen Parteienstaat zurechtzustutzen. Und jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Meinung. Und wir machen es nur nach den Methoden von Mahatma Gandhi gewaltfrei. Und jetzt komme ich auch zum Schluss. Ich muss noch jetzt einmal klarstellen, wie die Konfliktlinien laufen. Wir haben zwei Lager. Auf der einen Seite steht die Krake, auf wenigen tausend Entscheidern weltweit. Das ist die Krake aus Großkonzernen, Superreichen, Massenmedien und ihren Erfüllungsgehilfen in den politischen Parteien. Und das ist doch Lux Kalworger gesprochen, die dunkle Seite der Macht. Und auf der anderen Seite, auf der hellen Seite der Macht, da stehen 7,5 Milliarden Menschen Erdbevölkerung, die diesen Leuten aus der Krake ausgeliefert sind. Und zu diesen 7,5 Milliarden Menschen, dazu gehört ihr. Bürgerrechtler, egal welcher Couleur, Demonstranten auf den Straßen, Bürgerinitiativen im Internet, freie Medien und auch die sogenannten populistischen Parteien, Protestparteien, die sind auf der hellen Seite der Macht. Und jetzt müssen wir einfach erkennen, wie mächtig die Krake der Großkonzerne, Massenmedien und ihre politischen Erfüllungsgehilfen ist. Die ist sehr mächtig, weil sie sehr vernetzt arbeiten. Insofern halte ich es für eine Illusion von Oppositionspolitikern, wenn sie glauben, die dunkle Seite der Macht ließe sich dadurch bezwingen, indem man sich rein auf den parlamentarischen Weg beschränkt. Das ist eine Illusion. Der Gegner ist viel zu stark, weil der Gegner vernetzt arbeitet. Und deswegen ist es so wichtig, dass die sogenannten populistischen Protestparteien, dass ihr die Menschen, dass die Bürgerrechtler, dass die vernetzt Hand in Hand arbeiten. Wir brauchen eine Vernetzung von Parlament und Straße, Hand in Hand mit dem bürgerlich-demokratischen Widerstand, voll vernetzt auf allen Ebenen über die ganze Welt, weil es die Krake auch so macht. Und so können wir die Krake schlagen. Keinerlei Distanzeritis von unseren Verbündeten. Wir stehen zusammen. Was wir wollen, sind alle hier, weil wir unseren Kindeskindern eine lebenswerte Welt hinterlassen wollen. Und wir sind heute in Wien zusammengekommen, um international anzustoßen, dass wir es schaffen, unseren Kindeskindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Aber eine Warnung muss ich aussprechen. Feind schläft nicht. Sollten wir scheitern, wird die menschenverachtende Ideologie des Great Reset die Welt in einen furchtbaren Gulag verwandeln. Das Weltwirtschaftsforum und weitere Gottspieler greifen nach der absoluten Macht. Die Reste unserer Demokratie wären dann bald beseitigt. An ihre Stelle tritt dann der Polizei- und Überwachungsstaat. Deshalb, liebe Freunde, wir müssen siegen, liebe Freunde, sonst gehen die Lichter aus. Und wir werden siegen. Weil wir alle zusammen für die helle Seite der Macht stehen. Und wer auf der hellen Seite der Macht steht, der kämpft über Stufe. Und deswegen werden wir siegen, aber es geht nur mit Gottes Hilfe. Deswegen lasst uns täglich zum lieben Gott beten. Ich danke euch.
Danke dir, mein lieber Freund. Danke dir, Hans-Jörg. Ja, in einem Punkt stimme ich Hans-Jörg mit solcher Leidenschaft zu. Das System arbeitet vernetzt und international über die Grenzen hinweg. Das, was aus Berlin kommt, in der Israel, wirkt sich hier auf uns aus. 1:1. Das, was hier passiert, wirkt sich auf unsere Deutschland zurück aus. Wird getestet, kann man das einführen, bringt man das Auto rein und dann wird es in Deutschland eingeführt und umgesetzt. Oder mal andersrum. Und genau wie die, die uns das alles antun, vernetzt arbeiten, arbeiten auch wir vernetzt. Und wir lassen uns nicht spalten nach Nationalitäten. Leute, ich bin natürlich stolz, hier zu sein. Und wenn ihr jetzt seht, was diese ganzen Menschen machen, also ich bin so stolz auf Österreich, ich wollte hier kommen. Und auch, wenn jetzt vielleicht nur die Aufgabe habt, ein Aufmerksam zu machen von der Polizei, Abstände einzuhalten, Masken zu tragen, dann bin ich auch verständlich für die Polizei. Ich glaube, es ist nicht bewusst, was wir für Polizei haben. Und ich sage Ihnen, ich habe wirklich eine zu viel Demonstration, ich habe zu viel erlebt. Wir haben die Österreicher Polizei auf die uns verlassen können. Und bitte lasst uns nie vergessen, die Polizei sind die Seite von uns und die gehört zu uns. Und wir lassen uns an die Tränen. Ich bin dann stolz auf die Veranstalter, die heute einiges gemacht haben. Wir haben es erkannt. Wir haben erkannt, dass wir uns nicht nennen lassen dürfen. Und es ist egal, ob jemand auf der rechten Seite steht. Und es ist egal, ob jemand auf der linken Seite steht. Und es ist wichtig, dass ihr da seid. Und es ist gut erinnern. Wir haben unterschiedliche Ansichten. Wir haben Nachbarschriften zu den Kinderrösch. Ich bin verwirrt, weil ich meine Ansicht ist okay, wenn wir es zulassen. Ich selbst bin sicher kein Corona-Leugner. Ich werde Maßnahmen jederzeit unterschreiben, die wirklich zum Schutz dienen, bis jederzeit, wenn ich auftreten muss, dass es Menschen gibt, die an der Hand gestorben sind und es sehr mit Respekt. Aber ich muss einfach sagen, es geht nicht, dass eine Regierung Corona dafür missbraucht, dass ständig unsere Grundrechte mit Füßen gedreht werden. Und in einer österreichischen Diktatur aufgewacht. Und da machen wir nicht mehr mit, das reicht. Ja, ich darf normalerweise Krisenmanager nennen. Und ihr wisst, ich tue es nicht mehr, weil ich mich dafür schäme. Ich schäme mich dafür, wenn ich sehe, was aus Krisenmanagement gemacht wird. Und wenn ich das sehe, wie das aus Krisenmanagement gezeichnet wird, dann muss ich sagen, ich kann nur noch den Kopf schütteln und bedenken, was passiert heute in diesem Land. Das hat mit Krisenmanagement nichts zu tun. Ja, tatsächlich glaubt, dass eine Krise damit bekämpft, in jeder weiteren, größeren Krise schafft, der hat einfach was an der Latte, das stimmt nichts mehr mit dir. Und nicht nur was geschlägt, an uns selber, weil wir es zulassen. Wir lassen zu, dass wir heute Parteien haben. Hat jemand von euch, außer Politiker, von einer Partei schon etwas gehabt? Dieser Partei in einiger Höhe gegenüber komplett konstruktiv. Es bringt uns nichts. Keine Partei bringt uns was. Warum überlegen wir denn einmal, wo wir die ganzen Politiker einfach in den Stadtnetz ersetzen? Also, Parteien und Daten brauchen wir nicht. Wir brauchen wieder Leute, die in diesem Land stehen, die nicht auf sich selbst schauen, sondern auf den Bürger und die diese Verantwortung wahrnehmen, die sie damit haben. Jeder, der sich ein
Wunsch. Wir hätten den Wunsch, dass in dieses Land endlich wieder mal die Vernunft einkehrt. Weil die ist irgendwann einmal irgendwo verloren gegangen. Und bitte, wenn es uns gelingt, wir haben wirklich links und rechts verbunden und glaubt, dass es da Reibungswerte und glaubt, dass es gibt einige Leute, die gar nicht unbedingt davon passen gehen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel gehabt, euch hierher zu bringen. Und wenn uns das gelingt, gelingt euch das auch. Redet wieder mal mit den Leuten, verurteilt es einfach, sagt, holt es die Leute her. Liebe Leute, ein Thema haben wir heute noch nicht aufgepasst, aber es ist ein ganz wichtiges, und zwar die Medien. Ich fordere die Medien auf, endlich die Wahrheit zu sagen, nicht mehr zu verurteilen und den Job zu machen, wie ihr habt. Staatsfeind. Sag mir, habt ihr was in der Latte? Das ist doch nicht normal. Ist das ein Nazi? Ist dieser Staatsfeind? Na, bitteschön. Also lasst uns einmal die Parteien überdenken. Lasst uns die politische Landschaft überdenken. Vielleicht hat man Corona was gebracht. Und zu der Partei und der Politik und unserer Regierung möchte ich nur noch eines sagen und bitte um eure Unterstützung. Rücktritt! 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 Ich finde es genial. Vielen Dank, Österreich. Echt wirklich. Also mein Herz geht hoch und es springt in die Wolken. Ich bin Dichter, also nicht ganz dicht. Und ich möchte ganz kurz so ein kleines Gedicht, was für das Leben ist, sagen. Und zwar heißt es Aktivität. Das Leben dient zu kurz. Ein steter Umsturz. Zu schnell und schon vorbei, ein zeitloser Aufsteiger. Jede Sekunde wird genutzt, die Schönheit herausgeputzt, verändert und bewegt und die Negation hinweggefegt. Geschaffen werden tausend Sachen, denken, erfinden, kreieren, machen. Alles ist möglich, alles ist machbar, alles ersichtlich und alles formbar. Carpe diem, jeder Tag ein neuer Weg, auf dem endlosen Leben steht. Heuriger in sein Gelesen, erschaffen und aktiv gewesen. Auf, im kurzen Zeitgeschehen. Das jetzt mit neuen Bildern versehen und der Nachwelt ganz, 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 ganz,
Kurz muss weg! Die Polizei hat uns doch gebeten, darauf aufmerksam zu machen, dass alle Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, doch bitte auf die Abstände zu achten haben und einen Nasenschutz zu tragen und Nasenschutz zu tragen haben. Ich danke euch. Jetzt habe ich die große Freude und die Ehre, euch jemanden mehr vorzustellen. Die Dame ist in Österreich weit bekannt, Frau Dr. Konstantina Rösch. Schaut euch das so, wie die Menge ausflippt. Es werden immer mehr. Das ist unser neues Jahr. Das ist unser neues Jahr, unsere Silvester, alles an dem Tag, in diesem Tag. Wir sollen gewinnen. Verstehst du? So soll es sein. Jawohl, richtig. Ich habe mit Hannes gewettet um ein Bier, dass nicht so viele Leute da sind. Großartig. Es fällt zwar noch immer der Nuller dran, aber wir sind verdammt viele und wir sind auf jeden Fall mehr als die Regierungsmitglieder. So viel steht fest. Jetzt auch eine Durchsage. Weil die Exekutive ab und zu will, dass wir was durchsagen. Schmeißt den dreckigen Fetzen endlich weg! Und wer zu wem wie viel Abstand hält, das macht man sich ja immer noch miteinander aus und da hat sich niemand, und zwar original niemand, einzumischen. Und die gute Nachricht ist, es ist verfassungskonform. Gibt es hier irgendjemand, der sich an die Verfassung hält? Ich liebe den Verfassungsschutz. Aber die Regierung hat verantwortlich, dass er sich nicht an die Verfassung hält. Und das akzeptieren wir nicht. Der Verfassungsgerichtshof steht über den Verordnungen. Der Verfassungsgerichtshof hat keine Exekutivgewalt, aber da irrt er sich ein bisschen, also nicht der VfGH. Wir sind die Exekutivgewalt des VfGH. Und ich bin stolz darauf, dass wir so viele sind. Aber jetzt habe ich auch eine schlechte Nachricht an alle Fetzenbrüder. Vulgo Maske, Vulgo Schirmlöchel, Vulgo Schal, Vulgo Zitronennetz, Vulgo FFP23XY. Nicht liebe Fetzenbringer, ihr müsst jetzt sehr stark sein. Es nutzt nichts in einer Erkrankung. Und es wird doch irgendjemand sich finden, der anderer Meinung ist.
der glaubt, dass man mit einem Schnürgürtel, ja, oder mit einem Schal die schlimmste Epidemie seit überall und allen Zeiten laut anschaut, aber Herr Isar keiner aufhalten kann, der möge sich jetzt bitte daher zu mir stellen und das argumentieren. Ist da jemand? Schmeißt dieses ekelhafte Symbol weg. Es ist euer Gehorsam in dieser Hinsicht prolongiert und verlängert diesen Albtraum. Die Polizei hört auf. Also, ja, habe ich gesehen, so unterwegs. Von der Straße war auch. Ja. Muss sich rechtfertigen, weil er an einem Begräbnis teilgenommen hat. Was für eine verkommene Republik sind wir eigentlich, dass es Beamtinnen und Behörden und Beamte gibt, die so einen Text verfassen, wo man sich rechtfertigen muss, dass man bei einem Begräbnis seines Freundes war. Yeah.
Wir brauchen uns einmal für überhaupt gar nichts rechtfertigen. Aber vielleicht muss ich einmal der Nehammer rechtfertigen. Oder überhaupt irgendein Regierungsmitglied. Was glaubt ihr, warum treten die nicht öffentlich auf? Warum glaubt ihr, sehen wir sie niemals in der Öffentlichkeit? Sie freuen uns. Dann habe ich auch eine Frage. Glaubt wirklich irgendjemand hier, dass es um Gesundheit und um eine Erkrankung geht? Und der Nehammer hat die Maske schon fallen gelassen. Weil es ist gar nicht mehr die Rede davon, dass bei Versammlungen das vor so gefährlich ist, weil da irgendwelche schrecklichen Mikroorganismen herumschwirren. Nein, nein, wir werden beschimpft als Rechte oder Linke oder Idioten oder sonst irgendwas. Ich kann das nicht erkennen am Äußeren, welche politische Gesinnungen hat, aber ich kann das sehr wohl an den Taten und an den Worten erkennen. Der Antidemokrat ist der Nehammer und nicht wir. Frei. Uns sagt in der Welt die Landtag Österreichs.
So, und jetzt möchte ich aber nicht zu euch sprechen, sondern zum Wegen. Nee, Mama, der hat schon wieder einiges aufgeführt. Ich habe gehört, es sind immer noch Busse, die festgehalten werden. Aber wir werden noch viel, viel mehr. Wenn ich sehe, wie viele tausend Leute hier sind, dann wäre ich froh, dass es noch Menschen in Österreich gibt, die selbstständig denken können. Obwohl ich nichts davon halte, muss ich durchsagen, dass wir die Abstände halten müssen. Einfach, dass es gesagt ist. Aber ich bin froh, dass nicht jeder in diesem Land morgens aufsteht, den Fernseher anmacht und sich sagen lässt, was er heute denken muss. Nicht wir, nicht ich. Mittlerweile ist der gesunde Menschenverstand sehr selten geworden in Europa. Ich bin froh für jeden, der noch ein Gehirn hat, das klar denken kann und nicht brainwashed ist durch die Medien. Ich bin kein Mediziner, ich bin eigentlich nur ein einfacher junger Mann. Ich bin ein Pastor, aber ich möchte euch etwas sagen mit meinem Menschenverstand. Seid ihr nicht langsam von einer Krankheit, von der wir nicht wissen, ob wir sie haben, ohne dass wir uns testen. Lächerlich, was mit uns gemacht wird. Seit wann ist es ein Verbrechen, frei zu atmen? Medizin gebrauche ich. Jemanden zu umarmen, nicht mit uns. Wir sind in eine Zeit gekommen, wo es Fluggesellschaften gibt, die ihren Begleitern Befehl geben, einen Tempest zu tragen. Wo bleibt doch mal der Menschenverstand? Und ich könnte Punkt für Punkt durchgehen. Wir sind in einem christlichen Land, wo es Verbrechen ist, einen christlichen Gottesdienst zu haben. Lächerlich! Ich habe mit meiner Gemeinde einen christlichen Gottesdienst gehalten und sie drohen damit, mich ins Gefängnis zu tun, in einem christlichen Land. Was die Lösung ist. Wir müssen zusammenhalten wie nie zuvor. Wenn Menschen durch eine Krise gingen, wenn es Kriege gab, wenn es Hungersnot gab, dann sind die Menschen immer zusammengewiesen. Und das möchte man verbieten in der Gesundheitsdiktatur. Und ich wiederhole, nicht mit uns. Besser als einer. Denn wenn einer fällt, hilft der andere dem einen auf.
Und ich sage euch, was noch besser ist. 3 und 1000 und 10.000. Und ich möchte sagen, wenn wir zusammenhalten, gibt es keine Regierung, die uns aufhalten kann. Und kein Kurz und kein Merkel und kein anderer Politiker das Recht hat, uns zu nehmen. Wir werden aufstehen. Ich möchte abschließend sagen, dass was wir brauchen, sind nicht mehr sinnlose Gesetze, sondern Liebe und Zusammenhalt. Was wir für uns tun. Unsere Kinder brauchen kein Social Distancing, sondern Nähe, Liebe und Wärme. Ich bin ein Christ, ich liebe jeden, aber ich bin empört über was mit unserem Land getan wird. Und wir werden aufstehen und die Welt zum Besseren verändern. Und ich möchte euch sagen, macht weiter so. Lasst uns 2021 für uns stehen, für unsere Eltern, für unsere Kinder und für die Menschen, die selbst nicht aufstehen können. Was soll man sagen, vor einigen Monaten sind wir noch am Wahlhausplatz gestanden, vor ein paar hundert Leuten. Das hat sich geändert und es ist gut so, dass sich das geändert hat. Wir haben noch einige Probleme zu lösen und das wurde ersichtlich am Montag. Da wurde ja noch deutlich vor Augen geführt, wo unsere Probleme liegen. Erstens, die Wirtenzentrum. Zweitens, wir haben ein riesiges Problem mit dem öffentlichen Dienst und mit der Exekutive. Ich muss das bitte ohne Deutlichkeit so sagen, auch mit den Herrschaften, die hier von der Exekutive sind.
das nicht sehr gerne hören, aber es war eindeutig feststellbar. Ich bin da drin gesessen und habe dann kurz mit dem Einsatzleiter gesprochen. Ein älterer Herr, ne? Und den habe ich angesprochen auf die neuen Verfassungsgerichtshofsentscheidungen, die es gibt. Auf neue Entscheidungen eines Höchstgerichts, die eindeutig festhalten, dass das, was hier vorgeht, Willkür ist. Wisst ihr, was die Antwort war von diesem Herrn? Lass mich in Ruhe mit dem Schaß. Und deshalb im 21. Jahrhundert ein Exekutivbeamter zu einem Rechtsanwalt. Und das passt eh, ne? Das ist völlig in Ordnung. Liebe Freunde, es muss klargestellt werden, dass das Konsequenzen haben muss. Das Problem ist nur, wie setzt man das in der heutigen Zeit als Rechtsanwalt durch? Wenn jeder Staatsanwalt jeden Amtsmissbrauch sofort einstellt. Wenn jedes Quälen von Minderjährigen in der Schule, wenn man es anzeigt, sofort eingestellt wird. Da liegt unser Problem. Unser Problem, das muss man leider sagen, ist zum Gutteil der öffentliche Dienst, ist die Politik auch natürlich, aber alle Herrschaften, die mit vollen Händen in die Kasse greifen. Das ist nämlich das Nächste. Weil diese Wirtin hat ja aufgesperrt, weil ihr schlichtweg das Geld ausgeht. Die haben sich gefragt, wie viel hast du gekriegt bis jetzt aus diesen Milliarden Unterstützungsfonds, die es da geben soll. So einen richtigen Überblick hat man darüber nicht. Ne? Hat gesagt, heiße 1500 Euro für 10 Monate Lockdown, ne? Für 10 Monate Vernichtung von Erwerb. Und dann kann ich mal von einem öffentlich-rechtlich finanzierten Gehaltsempfänger auf die Frage, was ist mit den neuen Verfassungsgerichtshofsentscheidungen, sagen lassen, lass mich in Ruhe mit dem Schatz. Liebe Leute, so geht das nicht. So funktioniert kein Gemeinwesen, so funktioniert kein Rechtsstaat. Wir haben das dann auch die Reaktionen der Politik und vom gewissen Kammerfunktionären in der Zeitung angesehen. Ne? Da gibt es ja so einen komischen Bürgermeister in Linz, ne? Diesen Herrn Luger, ne? Der dann gesagt hat, naja, das ist alles unsolidarisch und die anderen halten sich an das Ganze und was weiß ich was alles und ist gefährlich. Ne? Nur das Problem ist, dieser Mann greift mit beiden Händen in die allgemeine Kasse. Für den Herrn gibt es keinen Lockdown. Da gibt es nichts, was seine Brieftasche schmäler macht. Das interessiert da keinen Menschen. Das ist völlig allein. Oder wenn man in den oberösterreichischen Nachrichten liest, von Kammerfunktionären, der Wirtschaftskammer, ne, die da ebenfalls sehr wichtig machen, ne, und sagen, naja, das kann man alles nicht tun und alle anderen Wirten halten sich an die Regeln. Da kommt einer daher, der sagt, naja, ich mache das jetzt nicht. Ja gut, ich meine, da muss man den Herrn schon fragen, wo ist denn sein Lockdown wiederum als Funktionär der Wirtschaftskammer? Ne? Der ist auch nicht vorhanden. So funktioniert es jedenfalls nicht. Wenn man dann immer hört von diversen Leuten, ja, wenn man auf diese neuen Verfassungsgerichtshofsentscheidungen Bezug nimmt, ja, das sind ja Dinge, die sind ja alte Verordnungen, das ist ja, wir haben ja schon eine, ne? Abgesehen davon, dass da immer das Gleiche drinsteht, ne? Nämlich immer dass die gleichen Schikanen und die gleichen existenzvernichtenden Bestimmungen. Ich frage mich, haben diese Leute einmal die Verfassung gelesen? Eine Verfassungsgerichtshofsentscheidung, ne, steht auch im Bundesgesetzblatt, genauso wie diese schwindlichen Verordnungen, deretwegen wir hier sind. Und dies bedeutet, dass Verfassungsgerichtshofsentscheidungen auch pro futuro gültig sind. An die Rechtsansichten und an die Meinungen und an die Äußerungen und die Expertise des Verfassungsgerichtshofs sind alle gebunden. Das gilt insbesondere auch für den öffentlichen Dienst. Und da kann es nicht angehen, dass man sich dann von so einem Herrn sagen lassen muss, naja, lass mich in Ruhe mit dem Schatz. Das funktioniert auf keinen Fall. Aber wir haben noch
Wir haben noch ein zweites rechtliches Problem. Ne? Das passt ganz gut, weil wir haben ja auch deutsche Vorredner gehabt. Ne? Die haben wir mal ein bisschen in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch umgesehen. Ne? Man soll ja in die Nachbarschaft schauen, was diese Herrschaften so von sich geben und was dann in die Höchstgerichte judiziert. Da gibt es eine ganz interessante Entscheidung, die man vielleicht hier schon erwähnen sollte. Nämlich aus ganz grundsätzlichen Überlegungen. Ne? Es wird immer das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Leben so strapaziert. Ne? Weil das steht über allem drüber. Ne? Und das ist das Allerwichtigste. Und auf alles andere können wir verzichten. Da gibt es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz. Und da sagt er, das Bundesverfassungsgericht, dass das Leben hier in seinem biologischen und physischen Zusammenhang geschützt wird. Liebe Leute, Leben existiert immer nur in dem Zusammenhang, in dem man sich eben bewegt. Es gibt kein steriles Leben. Ne? Es gibt immer Leben. Wir können kein Leben erfinden, was frei ist von Infektionen. Das wird immer so sein. Es wird immer Menschen geben, die damit locker fertig werden. Und es wird immer Menschen geben, die bedauerlicherweise daran schwer erkranken und bedauerlicherweise daran sterben. Aber das ist kein Grund, kein Grund, alle Grundrechte und alle Entscheidungen eines Höchstgerichtes gleichsam aus der Kraft zu setzen zu sagen. Das ist ein Scherz. Das interessiert mich nicht. Das Leben eines Menschen endlich ist. Und wir alle werden einmal das Zeitliche sehen, wie man so schön sagt. Aber Infektionskrankheiten, die Konstantina hat das ja vielleicht gesagt, spielen in der Todesstatistik praktisch eine völlig untergeordnete Rolle. Wir haben ganz andere gesundheitliche Probleme. Jetzt Kreislauferkrankungen, Tumorerkrankungen. Wir brauchen uns mit diesem Unsinn nicht weiter zu befassen. In diesem Sinne, lebt euch ein Leben so, wie ihr es vorhabt. Und das Virus, das vergesst, so wie die Masken, den Abstand und dergleichen. In diesem Sinne. Vielen Dank. Einen ganz großen Applaus. Männer mit Mut brauchen wir! Liebe Freunde, es ist mir ganz ein großes Anliegen, euch jemanden vorzustellen, und zwar jemand, der auch im Orga-Team war und der ganz eine große Rolle gespielt hat, um hier da zu sein. Und ich bin unwahrscheinlich stolz auf einem ein komplett verbindendes Glied, der liebe Armin! Werte Mitstreiter, ich bin Armin Bregenz. Wir demonstrieren seit 3. Mai in Bregenz. Wir sind heute hier mit der zentralen Botschaft. Und die steht auf diesem Banner, das wir als erstes Banner dann beim Protestmarsch tragen werden. Ich soll kurz durchsagen, bitte die Abstände beachten, geht weit genug auseinander, laut Verordnung, Mindestabstand 1 Meter zwischen haushaltsfremden Personen. Bitte. Wir sind sehr dicht gedrängt. Wir haben gebeten, es durchzusagen. Die wichtigste Botschaft für heute steht auf diesem Banner und ich bitte drei große Männer, das kurz aufzuspannen. So, drei große. Ja. Na, es geht schon. Christian, zu mir. Und zwar steht hier, die Pandemie ist dann beendet, wenn sich die Bevölkerung dafür entscheidet. Ich bin Gesundheitswissenschaftler und ich möchte etwas zur Impfung sagen. Das Allerwichtigste, was ich sagen möchte, ist, Österreicher, raus, nächste Woche unterschreiben gehen
Volksbegehren für freie Impfentscheidung. Und hier auf diesem Button auf meiner Brust steht das, was sich jeder Österreicher zu Herzen nehmen soll. Ich denke selbst. Dann noch ein paar Worte zur Impfung. Wenn man die beiden Beipackzettel durchliest, von den Impfungen angeboten von BioNTech, Pfizer und von Moderna, dann stößt man auf folgende Fakten. Das Impfen von Personen kleiner 16 bzw. mit anderen kleiner 18 Jahren wird nicht empfohlen. Und wir wissen auch, die Stimmen, die sich damit befasst haben, Dr. Wodak und andere haben davor gewarnt. Es kann nämlich sein, dass aufgrund dieses Proteins, das produziert wird durch die eingeschleuste RNA, Schwangerschaften unter Umständen nicht mehr stattfinden können, weil eben der Körper, vor allem nicht der Frauen, dann durcheinander gebracht wird. Das ist ein Skandal. Und ein viel zu hohes Risiko, und jetzt zum Risiko. Wenn man weiter die öffentlichen Daten studiert, dann kommt man drauf, dass die Impfung im besten Fall vor einem schweren Verlauf schützt. Es steht nichts anderes drinnen im Beipack. Das ist nicht irgendwie interpretiert, das steht so drinnen. Dann soll man auch wissen, dass Sie, wenn man das sogenannte Pandemie-Geschehen beobachtet, jeden 5000sten, eventuell jeden 5000sten schützt. Das sind 0,02%. Ich drücke es jetzt andersrum aus. 99,98% der Bevölkerung würden beim Durchimpfen der Gefahr der Impfung ausgesetzt und es wäre von vornherein nutzlos für sie, weil eben nur bei 0,02% überhaupt ein schwerer Verlauf stattfinden kann. Das ist ein Skandal, das ist ein Versuch an den Menschen und deshalb haben wir unsere Freiheit für heute geschrieben, wir sind keine Laborratten. Geh noch mal rauf. Geh noch mal rauf. Ja, und deshalb sind die zwei wichtigsten Punkte in den nächsten Tagen. Zum einen als Österreicher und hier Lebender das Volksbegehren zu unterschreiben gegen diesen Impfwahnsinn, dass wir selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben können, wie es unseren Grundrechten entspricht. Und das zweite ist, dass wir hier noch viele mehr auf die Straße bringen und im friedlichen Widerstand für unsere Grundrechte einstehen. Und dazu möchte ich überleiten an meinen Freund aus Stuttgart, Jürgen, ein Mann der ersten Stunde. Und zuerst möchte ich euch nur noch was sagen, aber Jürgen kommt da gleich dran. Servus. Ja, Kümmers. Hallo. Ich soll nur noch was sagen, aber Jürgen kommt da gleich dran. Servus. Ja, Kümmers. Hallo. Ich muss schon wieder was durchsagen. Gut, das ist von Oberösterreich. Erstens einmal, die viele Busse jetzt auch schon eingedrungen. Wir werden immer mehr. Das ist, dass die Abstände enger werden. Logisch, schon immer mehr kommen. Die Einsatzleitung der Polizei hat jetzt gesagt, der ganze Ring ist mittlerweile für uns auch abgesperrt. Also wir können uns dort ausbreiten. Beginnen, aber wir können uns auch jetzt schon ein bisschen ausdehnen Richtung Ring, damit die Aufstände besser passen. Ich hatte wieder ein gutes Beispiel vor Ange, das ergibt sich nämlich gerade eine Gelegenheit. Wir haben einen überraschenden Gast hier, den wir nicht reden lassen, obwohl ich gespannt wäre, was er zu sagen hat. Denn er weiß sicherlich viel mehr, was in einer Regierung vorgeht, als wir alle, weil schließlich war er aber ein Vizekanzler.
Ich weiß, was die Medien daraus machen würden, wenn wir ihn jetzt hier sprechen lassen. Und das werden wir nicht zulassen. Weil wir sind nicht deppert, lieber ORF. Ich will jetzt den Elijah T. schnappen und ich werde dem Aufruf der Polizei folgen und mich einmal auf ein interessantes Gespräch vor einem unserer Livestreamer mit dem lieben Heinz zusammenfinden und möchte mir gern anhören, was er dazu sagt. Er war ja auch für die direkte Demokratie immer ein Vorkämpfer. Alles andere weiß ich nicht und da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja? Nicht umgehen, ausgehen, Schwimmstraße, hier ist aber ich bin da schon müde. Im Livestream von Elijah hat sie hier nicht. Alles gut. So, liebe Leute, jetzt haben wir unseren nächsten Gast. Wir freuen uns drauf. Und bitteschön, übergib das Mikro. Eine bisschen hellere Jacke ist hier. Grüß euch, Wien. Und so eine schwarze Karhartose. Und der weiße Zwei-Maske. Meine lieben Freunde, es macht mir ganz ordentlich Spaß, euch hier relativ zahlreich versammelt zu sehen. Und nachdem es jetzt die letzte Stunde schon saumäßig laut zugeht hier, möchte ich mal kurz einen kleinen Moment der Ruhe einbitten. Weil ein Mindestmaß an Respekt vor jedem, der redet, und ich rede jetzt nicht von mir, weil ich fange ja gerade erst an, sollte gegeben sein. Die Lage ist sehr ernst und das Thema ist alles andere als witzig oder fröhlich. Wir haben jetzt der Jänner 21 und ab jetzt muss die Geschichte anders laufen. Bitte lasst uns jetzt mal einen kleinen Moment Ruhe bewahren und darüber nachdenken an die Menschen, die uns jetzt in diesem Moment, wir wissen es nicht, passt, irgendwo verlassen aufgrund der Impfung und aufgrund der ganz schlimmen Maßnahmen, die man als Gesundheitsmaßnahmen falsch deklariert, die aber in Wirklichkeit gesundheitsschädigend sind. Wir können bei so einem Verbrechen nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und jetzt denken wir mal drüber nach, was ab jetzt besser wird. Nichts zeigt es zur Politik, da wird nichts besser. Wir müssen über uns selber nachdenken, was haben wir bisher getan und was können wir mehr tun und vor allem, was können wir besser tun. Ich gehöre zu diesen Leuten, die im April vergangenen Jahres in Stuttgart angefangen haben, zu diesem Wahnsinn, zu dem Abbau der Grundrechte, der Demontage der Demokratie und der Abschaffung der Menschenwürde. Siehst du hier da? Ich habe nur zuzusehen und wir haben gesagt, jetzt reicht's einfach. Ja, mit der grünen Kapuze da direkt daneben stehen. Und diese Botschaft wird immer noch nicht genügend gehört. Ich weiß noch nicht von hier. In Österreich zum Beispiel. Wie bitte? So. Also, ich wiederhole bestimmt jetzt nicht das, was jeder schon weiß. Wir wissen, was mit dem PCR-Test los ist. Wir wissen, was mit der Pandemie los ist. Wir müssen jetzt wirklich mehr aus der Reaktion. Wir arbeiten uns jeden Tag ab, was die anderen tun, wie schlecht die alle sind. Ja, aber deswegen müssen wir zeigen, dass wir alles geben. Und das muss noch mehr sein als bisher. Wir müssen auch mal die unangenehmen Gespräche suchen und auch so unangenehmen Gespräche suchen und auch zu Ende führen. Früher haben Leute schon die Freiheit zu erleben und riskieren. Viele von uns riskieren trotz, dass sie sich gesundheitlich nicht vertragen, nicht mal das Absetzen der Maske. Ja, ich kämpfe zum Ende. Wir müssen 10 Sekunden, geben wir noch. Ich habe noch 10 Sekunden. Ja, bitte. Weil sich alle 10 Sekunden ablaufen, dann darf ich 20 ändern, aber gut. Also, meine lieben Freunde, wir dürfen nicht nachlassen. Wir werden dranbleiben und wir werden gewinnen, weil wir gewinnen müssen. Wir dürfen uns nicht vom Menschsein verabschieden, nicht von der Freiheit. Das werden wir auch nicht tun. Wir entscheiden uns hier in der gemeinsamen Geschichte nicht für die Tyrannei, sondern für die Freiheit. Ich habe eine ganz junge Rednerin,
Aber Jung, ist jetzt schlimm, weil Sie jetzt gedacht haben, als einer der Ersten in Wien auf der Straße zu sein und begonnen mit 30 Leugnern von Gott erzählen. Und wir sind auch stolz, dass wir Sie da haben. Begrüßt die Jugend, begrüßt die Kitty. Geschichte. Ich liebe euch! Kurz muss weg! Amen, 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 Amen! Kurz muss weg! 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 Kurz muss weg!
los, weg! Wir zeigen seit 10 Monaten nur einzige Demos. Ich danke euch, dass ihr heute alle da seid. Danke, Österreich! Liebe Freunde, wir sind eine Privatinitiative, eine überparteiliche. Wir leben rein von Spenden. Wir lassen den kleinen Spendenkorb durchgehen. Für 26.000 Flyer, für hunderte von Westen, Funkgeräte, Tontechnik etc. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Euro über für uns. Ich bedanke mich, ich habe einen Freund Erich von Fairdenken durchgehen und vielleicht habt ihr einen Kleinigkeit über. Ich bedanke mich, danke an die Sache! Meine Lieben, der Platz ist inzwischen so schön gefüllt. Schaut mal schon, wie viele wir sind. Keiner von uns ist alleine. Wir stehen alle gemeinsam, um ein Zeichen zu setzen für unsere Freiheit und für Frieden und für Souveränität. Wir sind souveräne und freie Menschen. Keine Regierung darf uns vorschreiben, was wir zu tun oder zu lassen haben. Wir werden jetzt langsam in den nächsten 10 Minuten anfangen, uns auf den Ring zu begeben, um gemeinsam den Friedensspaziergang über den Ring zu starten. Als Veranstalter darf ich mich herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr gekommen seid. Und es war ein super schönes, friedliches Event. Und ja, lassen wir es so weitergehen und treffen wir uns mit der anderen Gruppe vom Heldenplatz auf der Ringstraße. Liebe Freunde, es gibt in allen Bundesländern Initiativen. Wir brauchen eure Unterstützung, dass wir mehr werden. Es wird Zeit, wir haben verschiedene Telegram-Gruppen, verschiedene Telegram-Kanäle, wo man sich verbinden kann. Wir versuchen einfach untereinander uns zu verbinden. Schauen wir, dass wir mehr werden, dass wir in den Bundesländern mehr werden, dass wir alle Veranstaltungen oder irgendwo geteilt werden, dass wir sie besuchen und miteinander etwas bewegen. Also wir haben jetzt wirklich da jetzt alle unsere Organisationen zusammengeschlossen und haben geschaut, dass wir wirklich miteinander was erreichen. Jetzt wird es Zeit, dass in den Bundesländern immer mehr passiert. Verbindet euch, verknüpft euch, teilt eure Telegram-Gruppen und schaut, dass eure Initiativen mit euch bringen. Und schauen wir, dass wir mehr werden, dass wir in der nächsten Zeit wieder in Wien wieder so oft sagen wie heute, dass wir schreien können, gut muss weg, 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 gut muss weg. Was es damit auf sich hat mit dem Salzburger Fundament. Wir haben uns am 6. September des letzten Jahres in Salzburg mit vielen Demonstrationsgruppen und Widerständischen getroffen, also auch Elternstehen auf welchen Seite. Und wir sind hier reingekommen, dass die Zukunft, dass es bei der Demokratie eigene Verantwortung für das Leben, für ein Leben unsere gemeinsame Basis sind. Ich möchte alle aufrufen, die sich für Selbstbestimmung Eigenverantwortung einsetzen, gemeinsam zu arbeiten, persönliche Befindlichkeiten hinten anzustellen und wirklich an einem Strang in die gleiche Richtung zu ziehen, damit wir wieder frei und selbstbestimmt werden. Zusammen einmal schreien, Liebe, Friede, Freiheit! 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 Liebe, Friede, Freiheit!
Liebe Wiener, liebe Österreicher, jetzt wird es ganz, ganz spannend. Wir werden uns jetzt ganz gesittet und langsam und friedlich wie immer auf den Ring bewegen. Dort werden wir mit unserem großartigen Plakat, mit unserem Banner uns vorne aufstellen. Und da habe ich jetzt einige Minuten Zeit, dass wir in aller Ruhe uns dort hinbewegen können. Und dann werden wir den lautesten, den friedlichsten und den konsequentesten Spaziergang gegen diese Corona-Diktatur und gegen diese Regierung anstarten und denen oben das Schimpfen lehren. Nur ein paar 10.000 vielleicht. Nur. Das ist nur wahrscheinlich die größte Demonstration in diesem Jahrtausend. Nur. Aber eines ist klar. Wenn Kurz und seine Partie nicht bald weg ist, sind wir Hunderttausende. Also bitte bezüglich Sicherheitsabstand. Ja, bei uns ist das beste Foto des Jahres. Wir brauchen nicht den Abstand zur Sicherheit, sondern fürs Foto. Dieser Fotoabstand bitte halten wir ein, damit die 100.000 dann auch sichtbar werden. Und wir freuen uns sehr, wir geben uns jetzt langsam auf den Ring und werden dann dieser Politik zeigen, wie ein Volk friedlich, laut und konsequent spazieren geht, oder? Seine Schweißperlen werden wir hören und sehen heute Abend im Staatsfunk, wo erzählen wird, dass da nur ein paar hundert Leute waren. Und wir wissen alle, was wir dafür zu halten haben. Dankeschön. Am nächsten Mal, nicht verschwimmen, immer.